Hallo und herzlich willkommen zurück bei Une vie Fragmente. Mein Name ist Jasmin und ich bin eine Deutsche, die in Frankreich lebt. Und auf diesem Kanal sprechen wir über deutsche und französische Kultur und Sprache auf Deutsch und auf Französisch. Also falls euch das interessiert, lasst mir gerne ein Abo da und folgt mir auch auf Instagram. Dort gibt es täglich Stories aus meinem Alltagsleben hier in Paris. Und heute sprechen wir über einige Dinge, die sehr typisch für Paris sind. Insgesamt ist das dritte Jahr, dass ich in Paris lebe. Ich habe zwischendrin auch mal ein Jahr wieder in Lyon gewohnt, also insgesamt habe ich 2 Jahre in Paris gewohnt, dann war ich ein Jahr weg und dann war ich wieder in Paris. Und in der Zeit habe ich natürlich auch einige waschechte Pariser und Pariserinnen kennengelernt. Und mir sind so einige Dinge aufgefallen, die ja doch sehr typisch für Leute sind, die aus Paris kommen. In Paris gibt es natürlich auch super viele Leute, die nicht aus Paris kommen und die für die Arbeit hergekommen sind, aus anderen Regionen Frankreichs oder aus der ganzen Welt. Aber die Leute, die hier geboren sind, da gibt es so ein paar Dinge, die mir immer wieder auffallen. Und ich glaube, das sind Dinge, die allgemein für viele Großstädte sehr, sehr typisch sind. Aber da ich nur in Paris gelebt habe, also ein bisschen in Berlin, aber hauptsächlich in Paris, kann ich natürlich nur für Paris sprechen. Ich muss mich entschuldigen, mein Nachbar hat ausgerechnet jetzt beschlossen, Geige zu üben. Deshalb hoffe ich sehr, dass man das nicht im Hintergrund hört. Ich höre es leider. Das bringt mich eigentlich auch schon zum ersten Punkt, was sehr typisch für Paris ist, nämlich, dass man alles über seine Nachbarn weiß und das Leben seiner Nachbarn oft live mitbekommt. Auch das Liebesleben. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Und ja, das kann manchmal äußerst unangenehm werden. Und ja, es gibt auch einfach Nachbarn, die hört man so gut. Man kann ihre Unterhaltung verstehen, man kann hören, wie sie telefonieren, man kann hören, wie sie sich streiten. Es ist so ein bisschen, als ob man in einer großen WG wohnt. Das ist natürlich nicht in jedem Haus so, aber viele Pariser Häuser sind ziemlich alt und es ist einfach, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass es nicht oder gar nicht isoliert ist und man sehr, sehr viel hören kann. Aber irgendwie ist in Paris da jeder so dran gewohnt, dass man gewöhnt, dass man das irgendwie gar nicht mehr so schockierend findet. Ich persönlich habe mich auch dran gewöhnt, aber klar, manchmal, wenn man um 3 Uhr nachts eigentlich gerne schlafen würde und die Nachbarn einen wach halten, ja, da ist das schon ein bisschen anstrengend. Die nächste Sache, die typisch Paris bzw. Pariser ist, ist ein Einzelkind zu sein. Also in Paris sind so viele Leute Einzelkind, weil natürlich Paris ist eine unglaublich teure Stadt. Man hat hier sehr wenig Wohnraum und viele Leute können sich einfach gar nicht mehr als ein Kind erlauben. Und ja, die meisten Pariser und Pariserinnen, die ich kenne, sind tatsächlich Einzelkinder. Und die, die keine Einzelkinder sind, kommen eher aus der Banlieue. Und selbst die Leute aus der Banlieue sind irgendwie immer Einzelkinder. Also ich überlege gerade, aber meine Pariser Freundinnen sind alle Einzelkind tatsächlich. Also ja, das ist ziemlich typisch Paris. Ich vermute mal, allgemein gibt es in Großstädten mehr Einzelkinder als vielleicht auf dem Land. Aber in Paris auf jeden Fall der Klassiker, ein einziges Kind zu haben. Nächster Klassiker ist, geschiedene Eltern zu haben. Also die Scheidungsrate in Paris ist, glaube ich, auch ziemlich hoch. Denn viele, viele Freunde von mir haben geschiedene Eltern. Und auch so bei der Arbeit früher, also meine Kolleginnen, also ich hatte vor allem weibliche Kolleginnen, die waren fast alle geschieden. Und auch schon relativ jung, also ich habe das Gefühl, viele heiraten so Ende 20 und sind dann Mitte 30 schon wieder geschieden. Und dann macht man immer garde partagée, also das heißt, dass die Kinder bis so die Hälfte der Zeit beim Vater und die Hälfte der Zeit bei der Mutter, gibt natürlich auch andere Familienkonstellationen, ihr wisst das, leben. Und das ist ja in Paris wirklich sehr, sehr häufig der Fall. Und manchmal frage ich mich, warum in der Großstadt ja Ehen so wenig halten oder weniger halten. Vielleicht ja, liegt es ein bisschen an der unendlichen Auswahl oder am Alltagsstress oder auch an der Wohnsituation. Man wohnt ja auf sehr engem Raum zusammen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ja, dass das nicht so super einfach ist, dann eine Ehe zu führen, Kinder zu bekommen und so weiter. Also das Leben in Paris ist auf jeden Fall super anstrengend als Familie. Auch typisch Paris ist, keinen Führerschein zu haben. Also ich habe noch nie so viele Leute kennengelernt, die keinen Führerschein haben wie hier. Und warum ist das so? Weil man ihn nicht braucht. In Paris ist das öffentliche Verkehrssystem so gut ausgebaut, dass es aus meiner Sicht Wahnsinn wäre, sich ein Auto zu kaufen. Außer man wohnt wirklich weit, weit außerhalb in den Vorstädten. Aber innerhalb von Paris braucht man bei Gott kein Auto. Und ja, die meisten Leute, die hier aufwachsen, die brauchen einfach keinen Führerschein, wenn sie 18 werden. Also da, wo ich aufgewachsen bin, auf dem Land, ohne Führerschein konnte ich gar nichts machen. Das heißt, sobald es ging, habe ich meinen Führerschein gemacht. Aber hier, viele Leute sind 30 und haben noch keinen Führerschein und werden vielleicht auch nie einen machen, weil sie ihn gar nicht brauchen. Und ja, die paar Mal im Jahr, wo man vielleicht ein Auto für den Urlaub mieten könnte, da fährt man dann mit Leuten, die einen Führerschein haben. Oder ja, man macht es halt auf andere Art und Weise. Und auch ich habe einen Führerschein, aber ich habe meinen Führerschein, glaube ich, seit
8 Jahren oder so nicht mehr gebraucht. Was total schade ist, weil Führerschein natürlich viel Geld kostet. Aber ich habe einfach keine Gelegenheit und auch keinen Grund, Auto zu fahren. Sagt mir mal in den Kommentaren, falls ihr in der Stadt wohnt, ob es euch auch so geht und ob ihr vielleicht auch euren Führerschein schon seit 8 Jahren nicht benutzt habt. Ja, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Typisches in Paris. Und allgemein habe ich in Frankreich auch das Gefühl, dass es oft so ist, dass die Leute ihren Führerschein selber zahlen. Also in Deutschland, die meisten Leute, die ich kenne, die haben ihren Führerschein von den Eltern irgendwie bezahlt bekommen. Und hier, ja, es ist zwar ein bisschen billiger, aber es kostet trotzdem schon einiges. Und die meisten Leute, ja, zahlen das dann halt irgendwann, wenn sie dann einen Job haben, mal selber und nehmen dann erst die Fahrstunden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das hier so ein Ding ist. Also mit 18 kriegst du deinen Führerschein spendiert, was bei uns ja sehr, sehr häufig der Fall ist. Falls ihr Franzosen seid, sagt mir mal bitte, wie war das bei euch? Habt ihr euren Führerschein mit 18 gemacht? Haben eure Eltern den euch bezahlt? Habt ihr den selber bezahlt? Würde mich total interessieren. Das nächste, was super typisch in Paris ist, ist, ja, komische Haustiere zu haben, beziehungsweise mit Haustieren spazieren zu gehen, mit denen man eigentlich nicht spazieren geht. Also ich habe jetzt schon mehrfach in Paris Leute gesehen, die einen Hasen an der Leine im Park spazieren führen. Und es scheint auch niemanden zu schockieren. Also ich finde das ein bisschen... Also wisst ihr, ich meine, ich hatte auch früher Kaninchen und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, die an eine Leine zu machen und im Park spazieren zu führen. Es scheint zu funktionieren, aber ich denke mir immer, was ist, wenn ein Hund vorbeiläuft und einfach das Kaninchen packt und umbringt? Oder, ich weiß nicht, tut das dem Hasen nicht am Hals weh? Also ich finde es sehr faszinierend. Auch viele Leute gehen mit ihrer Katze hier spazieren, also auch als wäre es ein Hund im Park. Und ich bin jetzt keine Katzenexpertin, aber ich weiß nicht, ob das so ganz dem Naturell der Katze entspricht. Aber... ich will auch keine Vorurteile haben. Und allgemein, in Paris hat gefühlt jeder ein Haustier, egal ob er den Platz dafür hat, egal ob er das Verantwortungsbewusstsein dafür hat. Jeder muss ja einen Hund oder eine Katze haben gefühlt oder ein Kaninchen. Hat man in einem anderen Video darüber gesprochen, dass die Leute hier oft sehr schlecht mit ihren Hunden umgehen. Also ich sehe oft sehr so aggressive Hundebesitzer und ja, daraus schließe ich so ein bisschen, dass nicht jeder sich einen Hund holen sollte. Also man sollte sich ein Haustier holen, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Aber man sollte nicht ein Haustier haben, um seine Aggressionen daran auszulassen. Ich hoffe, damit sind wir alle einverstanden. So, die nächste Sache, die typisch Paris ist, ist ekelhafte Sachen auf der Straße zu finden. Und ich werde euch jetzt ein Foto einblenden von einer Sache, die ich letztens auf der Straße gefunden habe. Keine Sorge, es ist nichts wirklich Schreckliches. Es ist einfach nur absurd. Aber falls ihr das nicht sehen wollt, macht jetzt die Augen zu. Voilà, ich werde es jetzt einblenden. Das habe ich letztens im CCM, also in einem sehr schicken Arrondissement, auf der Straße gefunden. Ich vermute, es war Markttag. Und genau, ja. Für alle, die weggeschaut haben, ich habe einen Oktopus, einen, sagt man das, einen Tintenfisch auf der Straße gefunden. Direkt neben meinem Mülleimer. Und ich weiß nicht, der war wirklich riesengroß, der war einfach so groß. Und ich war so, oh mein Gott, da liegt einmal ein Tintenfisch mitten in Paris auf der Straße. Naja. Das ist nur ein Beispiel für eine eklige Sache. Also meistens findet man hier überfahrene Tauben, überfahrene Ratten, allgemein viele, viele tote Tiere. Also zermatschte Tauben sehe ich hier irgendwie täglich. Und genau, ansonsten natürlich alle Arten von Exkrementen von Tieren und leider auch von Menschen. Und genau, ab und zu dann eben auch mal ein Tintenfisch. So, und die letzte Sache, die typisch Paris ist, und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber ganz typisch finde ich Leute hier, die eine riesen Wohnung haben und man fragt sich so, boah, was machst du beruflich, dass du dir das leisten kannst? Und dann findest du raus, dass sie es einfach von den Eltern geerbt haben. Das ist so typisch Paris. Also die Leute hier, die eine richtig schicke, total tolle Wohnung haben, das ist oft so sponsert bei Mami und Papi. Und ja, das ist natürlich soziale Ungleichheit, was soll man da sagen, ne? Also ich meine, klar, wenn meine Eltern hier einen Palast hätten, würde ich da auch gerne drin wohnen. Aber manchmal ist das natürlich hart, wenn man selber für seine winzige Wohnung ganz viel Geld zahlt und dann hat man irgendwie Leute, die ja eine Dreizimmerwohnung haben und dafür nichts zahlen, einfach nur, weil die ihrer Oma gehört. Genau, und davon gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Leute in Paris, da muss man sich nichts vormachen. Genauso gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die einfach einen tollen Job haben und viel Geld verdienen. Aber da ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Erbe mit dabei. Und ich glaube, in Großstädten in Deutschland ist das auch nicht so viel anders. Würde mich auch mal interessieren, eure Meinung dazu zu hören. Ja, das ist auch schon alles, was mir eingefallen ist. Ich habe schon mal ein ähnliches Video gemacht. Das werde ich euch in die Infobox verlinken. Und ich würde mich super freuen zu hören, was noch so typisch Paris für euch ist. Und dann sage ich euch tschüss, au revoir, à la prochaine.